Es ist komplett leer. Bis auf die Stimmen, die mich psychisch killen. Oh, da hätte ich bestimmt nicht hin. Aber sieht es positiv. Ich habe endlich wieder Muni. Und zwar mehr als genug. Sagte er und hat bald wieder Mangel. Kann ich wetten. Der Gang ist mir viel zu lang. Kann ich bald irgendwas kommen? Damit ich nicht. Ich weiß nicht, das würde mich ein bisschen auflockern, hoffe ich. Übrigens, im ersten Teil habe ich hier bestimmt nicht zu viel Muni hier gelassen. Was war das? Alter. Ich hasse dieses Spiel. Stirb, Junge! Mein Gott! Warum man immer gleich so groß ist? Voll tot! Die ganze Zeit ist nichts da. Die ganze Zeit höre ich immer nur so kleine. Ich sag mal, so eine Typen, die höchstens 5 Kopf größer sind als ich. Und dann kommt sowas. Alter, wenn dem Gang jetzt noch mehr von so einem Scheißviech hinkommen, ne? Bin ich besoffen? Isaac! Isaac! Sie dringen in das Schiff ein! Ja, ich weiß! Ich melde mich wieder! Ganz ruhig, Kleine! Alle Dinge gesprengt, alle! Ganz ruhig, erstmal ein bisschen Rückzug! Müssen noch kleine Dinger rumampeln. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich wollte dieses Stase einsetzen, damit ich die Dinger ein bisschen verlangsame. Aber es ging nicht, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. So viel zum Thema, ich habe die Steuerung drauf. Das war C, nicht B. Och, Mann. Moment, kann man gleich mal benutzen. So, easy going, das hätten wir. Aber jetzt kommen die wenigstens. Jetzt kommen die wenigstens. Die verarschen mich nicht mehr. Vor allem, die dringen gerade ein, kannst du mir nicht erzählen, die waren die ganze Zeit hier drinne. Was war das?
So. Kommt da wer? Hallo? Da ist doch jemand. So, hier ist ein Stasi-Pack. Hätte ich gar nicht mein Ding einsetzen müssen. Och, ey. Jetzt kommen wir zum Lieblingsrätsel. So, zwei. Drei. Easy going. Locke aus der Hüfte. Da gehe ich erstmal nicht hoch, weil ich den Knoten haben will. Okay. So. Das Geflüster hat komischerweise auch aufgehört. Kaum kommen die Monster, hört das Geflüster auf. Ja, Ellie, ich pass schon auf. Aber ich bin unterwegs zur Zentrifuge. Seien Sie vorsichtig. Meld mich, wenn sie online ist. Der ist hier nicht mal was gesagt, weißt du, so, ja, Ellie, ich pass schon auf. Na, da kommen die Erinnerungen hoch, du. Strahlenmuni und Impulsprojektile. Na klasse! Dafür bin ich ja da. Ich dekontaminiere alles. Okay. Eine Menge Lichter. Ein Job wäre mal wieder ganz schön. Ach, wenn man vom Teufel spricht. So, dann kann ich mal direkt reingehen. Und ich schrumme mal ein bisschen Munition, oder? 12.000. Ist der neu? 20 Inventarslots, ich brauche 40.000. Nein! Ja, nicht genug Credits. Kann ich das kaufen? Was ist denn das? Halbleiter-Diamant. Ach, fast! Ich hab's fast! Wie viel fehlen mir noch? Energiekanone. Eine Ripperkling verkaufen. Und die Minen verkaufen. Und dann hätten wir es. Endlich! Wir haben einen neuen Anzug! Ich hoffe, der steht mir auch. Ist ein bisschen dreckig, aber ist es der von Teil 1? So, mehr kann ich hier nicht machen. Ist das der von Teil 1? Endlich mehr Metallplatz. Ah. So, dann können wir speichern und weiter geht's, ne? Und die Aufnahme abbrechen, genau. Mhm. Zack, zack. Oh! Fast übersehen, fast über Impulsprojektile. Ist hier noch so ein verstecktes irgendwas? Muss ich ja nicht hin. Oh. Okay. Ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun. Dr. Heidi Ledford,
Analyse des organischen Materials. Es gibt diverse schockierende Befunde bezüglich des schleimigen Materials, das auf der gesamten Ishimura gefunden wurde. Erstens, es ist menschliche DNS. Zweitens, und weitaus beunruhigender, der einzige Schluss, den wir daraus ziehen können, ist der, dass die gesamte Ishimura-Crew infiziert und rekonstruiert wurde und dann nach der Zerstörung des Markers von Aegis 7 zu einem suppenartigen DNS-Schleim wurde. Infiziert kann ich ja noch verstehen, aber rekonstruiert? Haben die Klone gebaut oder was? Oder zumindest Alien-Klone? Wieso ist hier blauer Schleim? Wieso sind die Schränke zu? Aber warum ist hier blauer Schleim? Oh, da. Da ist ein offener Schrank, aber der lässt mich bestimmt nicht einfach so ran. Doch. Ja, ich gebe ein bisschen Geld. Da ist eine Work. Ah, ja. Meins. Credits. An der Bank brauche ich nicht. Ich habe keinen Energieknoten dazu bekommen. Ja, da würde ich sagen. Weiter geht's. Das sieht doch wieder so aus, ey. Das sieht doch echt wieder so. Die Kontamination wird initialisiert. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Das ist falsch. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Nur kein Ding, aber. Da hat doch irgendwie was gefehlt. Nervig. Ein Gegner in gefühlter Stunde so nervig. Muss ich hier? Das finde ich gut, das heißt, ich gehe hier lang. Hier gar nicht mehr raus? Hör auf zu flüstern. Die ist leer. Also irgendwie gefällt mir meine Munition nicht oder meine Waffen nicht, mit denen ich rumspiele. Ist immer noch da lang. Mein Gott. Das klingt auch so widerlich, ey.
Ich habe auch gleich einfach keine Muni mehr. Was ist los, hä? Hä? Ich seh dich. Alter! Zeig dich, zeig deine Tentakel, zeig deine süßen Tentakel. Ich brauch die Muni, ich bin schwach. Ja, Medipack, geil. Danke für die Muni. Auch gleich keine Muni mehr hierfür. Ey, ich könnte heulen. Müsste nicht nur ein kleines Vieh sein? Lassen wir das. Hier finde ich super. So viel zum Thema, ich habe genug Munition. Oh, Alter, irgendwas stimmt hier nicht. Entweder kann ich einfach wirklich, wirklich, wirklich schlecht damit haushalten oder... Ah ja, bestätigen. Jo, geil. Muss ich irgendwas machen? Da. Nein. Oh, das ist gut. Da auch. Da auch. Ich gehe hier keinen Schritt. Da auch. Da nicht. Da auch. Da nicht. Wenn ich wüsste, wo ich hin müsste. Da lang, also ich da lang. Das kennt doch jeder. Erstmal gucken, ob da was Blutbares ist. Ja. Nein. Oh, hier kommt doch definitiv ein Bosskampf wieder, ey. Oh, Mann. Immer ich. Stasis ist voll. Ich kann da nicht hochfahren. Ist doch hier. Hä? Ach da. Zentrifuge. Offline.